Mission Sensation steht auf der Homepage von Hockey Thurgau. Eine Sensation wäre es wirklich, wenn der Tabellenachte aus der Nazi B geloten Flyer würde aus dem Schweizer Cup schiessen. Die Stimmung in Weifeld ist super und das Spiel kann losgehen. Und wie? Nach wenigen Spielminuten griff Thurgau ein erstes Mal an. Martin Gerber lässt Abprall und der Captain Andreas Küng trifft sensationell zum 1:0. Die Halle, die kocht. Die Flyers von Sean Simpson sind gefordert, müssen eine Reaktion zeigen. Aber der Dennis Hollestein trifft nur den Pfosten. Die Runterklassik hat super mit und kommt sogar zu weiteren Chancen. Aber diesmal kann sich der Martin Gerber im Goal der Flyers auszeichnen. Und so stoßt nach dem ersten Drittel immer noch 1:0. Zuletzt haben die Flyers in der nationalen klaren Aufwärtstrend gezeigt. Heute aber ist die Leistung bisher eher bescheiden. Die Fans treiben die Spieler trotzdem weiter an. Und es hilft. Der Patrick Obrist trifft. 1:1. Trotzdem ist noch nichts verloren für Hockey Thurgau. Im letzten Drittel muss dann der Patrick parat die in die Kühlbox. Und das nützen die Flyers eiskalt aus. Der Matthias Beber trifft zum 2:1. Und somit ist die Luft draussen beim Team von Christian Weber. Auch der Corsin Kasut trifft noch zum 3:1 für die Flyers. Ja gut, am Schluss hat es wirklich gar nicht gelangt. Wir haben sehr gut angefangen, können in Führung gehen. Und am Schluss, im letzten Drittel, haben es glaub, 3 oder 4 Räume geschossen. Und da haben wir irgendwie den Gameplan immer verfolgt und sind voll reingelaufen. Das ist gar nicht erfreulich. 5:1 ist am Schluss gestanden für die Flyers. Wir sind in dem Sinne schon ins Spiel gegangen mit dem Ziel, dass wir gewinnen können. Überraschung schaffen, absolut. Das wäre nicht die erste. Wir hätten in Führung gehen können, was wir eigentlich wirklich wollen und uns gewünscht. Aber eben, am Schluss hat es dann noch gescheppert und dann langt es eben nicht. Und somit Thurgauer den Flyers zum Einzug in die nächste Runde gratulieren. Für die Fans sind Spieler aber trotzdem noch Helden. Auch wenn die Mission Sensation nicht erfolgreich war.